Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 mit Jenny und Jojo beim Comic-Seminar Erlangen. Heute, zum Tag 2, stellen wir als erstes vor, das erste Soupir in diesem Jahr. Soupir heißt Seufzer, auf Französisch, glaube ich. Das ist eine Zeitung, die wird jeden Tag neu von uns zusammengestellt. Das heißt, da kann man alle möglichen Dinge reinzeichnen, reinkleben, reinbasteln, die so im Laufe des Tages anfallen und dann wird es am Ende des Tages gesammelt, wie so ein, heißt das Scrapbook, Fanzine. Und wird zusammengetackert und am nächsten Morgen ausgedruckt und dann hat jeder eine schöne Morgenzeitschrift. Genau, daran zu finden sind News, wie gestern das Geburtstagskind Dani, witzige Kommentare. Ich weiß nicht, was ist dein Favorit? Ich glaube, der QR-Code ist gut, den ich falsch rum eingeklebt habe. Ein QR-Code, der tatsächlich sinnvoll genutzt, weil niemand will diese Schrift entziffern, die ich darunter geschrieben habe. Und ich glaube, das Beste fällt mir ist hier Ralfs Vagina-Kissen. Ich würde sagen, was ist denn dein Lieblingsding? Tatsächlich, aber das ist jetzt auch Ralfs Vagina-Kissen. Auch Ralfs Vagina. Ich mag alles, was du auch magst. Können wir doch einmal neu anfangen? Nein, bitte, heute nicht. Bitte, ist gut. Einmal neu. Ist gut. Jenny macht nichts in der Saison 4. Punkt 2. Wir waren gestern außerdem auf einer Abendveranstaltung, die zufällig gerade auch stattfindet, organisiert vom Kulturamt Stadt Erlangen. Und zwar war die Andrea Wulff in Erlangen und hat einen Vortrag gehalten über ihr neues Buch, Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Ein Graphic Novel Ding von Bertelsmann, der normalerweise, glaube ich, keine Comics herausbringt. Es waren sehr viele alte Menschen da. Es war sehr überraschend voll. Es war sehr voll, es war, glaube ich, ausverkauft. Ich wollte so ein Buch kaufen und kam nicht zur Kasse, weil vor mir das ganze Bildungsbürgertum Erlangen anstand. Kurz zu so ein paar Besonderheiten von dem Buch, weil wir sind hin und waren total überrascht und angetan. Die Zeichnungen sind sehr, wie soll man sagen, auf den ersten Blick sehr einfach. Die Tiere sind sehr schön gezeichnet, Menschen gewöhnungsbedürftig, was sehr schlimm ist, sind die Sprechblasen. Wirklich, das ist unsere Kritik, aber ich finde, in dem Vortrag hat sich das nochmal für mich total geöffnet, weil was die Künstlerin Lilian Melcher hier macht, sie geht halt in ihrer illustrativen Arbeit total auf die Arbeit ein von Humboldt selbst, der eben auch so ein Allround-Talent war, gezeichnet hat und Forschung angestellt hat, geschrieben hat. Und sie übernimmt so ein bisschen die Art, wie er seine Tagebücher und Archivierungen geführt hat in ihre kreative Arbeit und hat sogar Papier altern lassen mit Teebeuteln. Mit Tee, mit Schimmel, künstlichen Schimmel angelegt. Künstlichen Schimmel erzeugt. Wo wir ja heutzutage einfach den Schimmelfilter von Photoshop benutzen. Genau, und hat dann mit all diesen losen Papieren und den Werken von Humboldt selbst wunderschöne Collagen angestellt. Und das Beste eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist, zusammen mit Andrea Wulff ist das Ganze auch noch wissenschaftlich abgenommen. Das heißt, wir gucken auf Infografiken, die korrekt sind und Sternbilder, die die Illustratorin genauso gezeichnet hat, wie Humboldt sie selber zu dem Zeitpunkt, als er da war, gesehen haben muss. Und das fand ich dann doch toll. Das war schon schön. Beeindruckend. Ich habe es mir auch bei Amazon bestellt, nachdem ich gestern keine Lust hatte anzustehen. Besser wäre natürlich im lokalen Buchladen. Der hatte schon zu. Und wenn, dann hätten da bestimmt auch Omas gestanden. Nächster Punkt. Heute gab es außerdem... Nein, noch nicht. Bist du nicht vorbereitet? Oh Gott, was eskaliert ist. Heute gab es etwas, was beim Workshop-Seminar, Comic-Seminar, glaube ich, noch nie so exzessiv gemacht wurde. Nämlich Workshops von den Workshop-Teilnehmern selbst. Und zwar einmal hat die Amelie einen Workshop über Kreativität gehalten. Das kann man hier hinten vielleicht auch noch an dem Flipchart sehen. Und es gab einen Workshop über Editorial Graphics Design von Barbara, die auch schon Google Doodles für Google gezeichnet hat, was mich ein bisschen neidisch macht. Ja, das ist total spannend, weil... Ich glaube, das ist der Höhepunkt heutiger Illustratorentätigkeit. Für mich zumindest. Für Google, New Yorker wäre dann die New Yorker, nächste Etappe. Nee, nur Google. Ein Google-Doodle im Leben. Und ich wäre glücklich. Also, von Barbara Google, haben wir auf jeden Fall Leute viel gelernt. Meldet euch, ich koste auch nichts. So, ich habe eben schon mal gespoilert, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Der Gast kommt. Und das Buch, das ihr auf jeden Fall im Buchladen bestellen solltet. Adventure Huhn von Franziska Ruffler. Jetzt ist es ich. Ja.
Möchtest du was trinken? Nein. Wir haben Wein aus deiner Heimat. Ja, ja. Wo kommst du her? Aus dem Rheingau komme ich her. Das Wein oder Wasser? Wasser ist toll. Wasser ist toll? Möchtest du keinen Wein? Wein zum Trinken? Dann nehme ich den Wein. Wasser zum Trinken. Ich nehme auch einen Wein. Wir trinken, Franzi bleibt trocken. Ah, Franzi. Du hast das Wasser trocken. Wenn ich nichts Dummes sage. Das wird nicht lustig, oh. Franzi. Okay, komm, ich nehme eine Schorle. Das ist übrigens. Das ist ohne Spritz. Oh. Bring uns nicht in Verlegenheit. Trink einfach weniger und langsam. Weißt du, dafür haben mich die Leute, als Jugendliche haben sie mich davor gewarnt, vor Leuten wie euch. Ja, das hören wir öfter. Du hast immer noch die Möglichkeit, wegzulaufen. So, Franzi, was machst du so? Ja. Im echten Leben, wenn du nicht an Workshops teilnimmst? Ich bin internationale Workshop-Teilnehmerin. Das ist eine tolle Berufsbezeichnung. Ich mache Graphic Recording tatsächlich. Also Live-Protokolle zeichnen für Konferenzen, für Firmen, für interne Prozesse. Sehr gut. Wir haben dich eingeladen. Du fragst dich natürlich, warum sitzt du hier? Ja. Ja, das fragst du. Weil du ein Buch rausgebracht hast, von dem wir sehr begeistert sind. Oh. Ich habe es eben schon mal gehalten. Adventure Huhn. Ja, Adventure Huhn. Möchtest du darüber was sagen? Unglaublich gerne. Wie es dazu kam? Es kam dazu, wir spulen die Zeit zurück für ein Jahr, und zwar hier beim Comic-Salon, Comic-Seminar. Vor dem Salon habe ich dieses Buch konzipiert und zusammen mit Flix und Birgit Weil ein Stück weit auch erarbeitet, und jetzt gibt es das beim Avant Verlag. Avant, super. Dazu sollten wir vielleicht anstoßen. Oh Gott, jetzt geht's so los, auf oder? Auf dich, Franzi. Dankeschön. Auf dich. Dankeschön. Auf dich alle. Es ist dein erster Comic, der veröffentlicht wurde. Ja, ganz genau. Stolz? Schon sehr, doch. Ich freue mich sehr, dass mein kleines dummes Hühnchen jetzt auf Abenteuerreise gehen kann. Warum ein Huhn? Warum nicht? Warum nicht? Ein Salamander. Hühner sind die Krone der Schöpfung, die majestätischen Geschöpfe unter der Sonne, ist doch klar. Es sind einfach nur kleine Dinosaurier. Es sind einfach nur kleine verkümmerte Dinosaurier. Und sie sind so. Verkümmerte Dinosaurier. Nein. Also ich finde, Hühner sind einfach so wahnsinnig nette Tiere. Die sind klein, die können nicht so wahnsinnig viel. Und ich fand die Idee so nett, dass dieses kleine Tier, was sich nicht wirklich wehren kann, was nicht mehr fliegen kann, obwohl es Flügel hat, Abenteuer bestehen geht und was da passieren kann. Was ich fantastisch finde, es gibt ja nicht nur Huhn, ja. Was auch wirklich nur Huhn genannt werden soll, habe ich mir wirklich Huhn heißt. Heißt das Huhn? Es heißt Huhn. Aber heißen alle Hühner Huhn oder heißt nur dieses Huhn? Wir haben bisher noch keine weiteren in der Geschichte getroffen, von daher ist das noch zur Debatte stehend. Und Huhn hat eine beste Freundin, ja, namens Susan. Susan, die Raupe, genau. Und die sind ein unglaublich fantastisch und witziges Team. Oh, danke. Also wenn du Susan und Huhn in einem Satz jeweils beschreiben würdest oder mit einer Charaktereigenschaft, wer ist denn wer? Mhm. Also Huhn ist eine rücksichtslose Optimistin und Susan möchte sich einfach nur verpuppen und ihre Ruhe haben. Und da kann sich jeder mit was identifizieren. Mit wem identifizierst du dich? Oder? Ich glaube, wenn man so Charaktere schreibt, ist notgedrungen in beiden Charakteren ein Stückchen was von mir drin. Also ich würde mal sagen, beide. Also ich hatte heute die Möglichkeit, es zu lesen, und ich fand es fantastisch, ich habe viel gelacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so viel verraten darf, weil dann nehme ich ja die Lacher weg. Sind erlaubt. Ja, weil ja. Es gibt so die eine Lieblingsszene, wo sie versuchen, in diese Burg zu kommen. Ja. Die mag ich auch am liebsten. Also das ist wirklich meine absolute Lieblingsszene. Sie versuchen es erst sehr klassisch. Sehr klassisch. Mhm. Und das scheitert. Und den zweiten Versuch fand ich noch viel besser, weil sie reinkommen aufgrund eines Schülerpraktikums. Ja, so geht einfach hin und sagt, ja. Hallo du, ich mache hier Schülerpraktikum. Mein Gott, das fand ich so gut. Warum hat das damals niemand gemacht, frage ich mich. Das Schülerpraktikum? Da hat man Burgen belagert, ständig Menschen umgebracht. Man hätte ja immerhin... Nee, aber das finde ich ganz toll in dem Buch, weil du es schaffst, so deine fantasievolle Welt, die ja wirklich fantastisch bunt und verrückt ist, immer wieder mit so kleinen Sachen zu picken, die einfach so uns alle in dem Alltag immer wieder berühren, wie Schülerpraktikum. Es kommt eine Vernissage drin vor, ja. Sehr, sehr witzig. Zwangshochzeit kommt drin vor. Kommt auch immer mal wieder. Jenny, ist auch ein bisschen kritisch. Willst du drüber reden? Ja, wir reden da später drüber. Oh, okay. Aber wir finden es total toll. Welche Szene ist deine Lieblingsszene? Tatsächlich auch das Schülerpraktikum mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Aber also, ich glaube, ich mag auch, wo Susan sich ihren eigenen Grabstein vorstellt, ganz gerne. Ja, stimmt. Das auch. Ich fand den Anfang am besten, weil das ist alles, was ich bisher gelesen habe. Oh, schön. Weil nur zwei Bücher hier sind und diese stellen nicht weg. Ja. Man kommt gar nicht dazu. Ich freue mich da sehr drüber. Ich verstehe, dass das, wenn man es lesen möchte, frustrierend ist. Vielleicht kaufe ich mir das noch im
lokalen Buchladen, wenn es das gibt. Tu das doch. Genau. Nächster Punkt. Wie geht's weiter? Was machst du hier? Wie geht's weiter mit Huhn? Mit Huhn. Oder mit Huhn 2? Gibt's einen Hahn? Andere Hühner? Gibt's Eier, die zu neuen Hühnern führen? Oder Hühner, die zu Eiern führen? Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Was war da los? Das sind halt Fragen, die erwarte ich in einem Huhnbuch. Warte, ich mache mir kurz Notizen. ja, es geht weiter. Ich bin gerade dabei, dass sie weiter Abenteuer erleben. Und es phänomenal scheitern wird. Das ist der Plan, das ist das Konzept. Das ist auch ein guter Teaser. Kauf das. Es wird schlimm. Es wird schlimm. Ja. Was machst du hier im Seminar? Machst du Hühner oder was anderes? Ich mache Hühner und ich mache parallel noch ein bisschen was anderes, weil ich mir dachte, wenig schlafen ist ja easy, deswegen gar nicht schlafen ist ja noch viel lustiger. Also tatsächlich bin ich gerade wieder dran am Huhn 2 und da konzipieren, was passiert so, wen treffen die so, was kann man als Huhn so erleben, was ist da los? Fragen. Also wir haben Fragen vorbereitet. Du bist leidenschaftliche Magic-Spielerin, genau. Habe ich gehört. Vollprofi, rennst hier schon seit 3 Tagen rum und versuchst Mitspieler zu finden. Was ist deine Lieblings-Magic-Karte? Um das klarzustellen, ich lerne das gerade erst und ich dachte halt, bei Comic-Leuten sind vielleicht ein paar dabei, mit denen man spielen und üben kann. Nicht hier. Wir spielen nur Pokémon. Nein. Meine Lieblings-Magic-Karte, es gibt eine, die heißt Gather the Townsfolk. Und die, finde ich, klingt irgendwie witzig. Was kann die? Wie sieht die aus? Da sind ja gar keine Drachen drauf. Nee, sind keine Drachen drauf. Es tut mir echt leid. Was hast du vorhin von den Feuerspeinen? Den dreiköpfigen Drachen und Kristallgrün. Ja, ist eine super Karte. Ja, hätte ich gern. Die kann kleine Figuren herrufen. Mhm. Man sieht ja in dem Gesicht, dass hier jemand ohne einen blassen Schimmer sitzt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es besser erklären soll. Ich lerne es doch auch erst. Was hat dich inspiriert? Magic zu spielen? Okay. Also ich mag abgedrehte Fantasy-Geschichten, ich mag Fantasy wahnsinnig gerne und ich wollte auf jeden Fall eine Geschichte schreiben, wo die sehr klein ist an sich. Also das ist ein sehr kleiner Held und auch ein sehr kleines Abenteuer. Es sollte jetzt nicht der große Macker vor dem Herrn sein, der das ganze Königreich rettet. Nein, es ist ein kleines Huhn, was nicht mal einer Person helfen kann eigentlich. Und das fand ich charmant und da kam ich irgendwann auf dieses Huhn, aber den genauen didaktischen Weg kann ich leider nicht mehr rekonstruieren. So eine lala gute Antwort, ne? Das ist okay, das schneiden wir raus. Ist okay. kommen wir jetzt schon zum Zeichnen. Wir vorher noch sagen, die große Frage, der oder das Comic? Der Comic. Sehr gut. Wir werden das aus. War das jetzt richtig? Also es gibt kein richtig und falsch, aber am Ende der Woche gibt es eine richtige Antwort. Genau. Und du hast dazu beigetragen. Wir sind Humboldt-mäßig hier unterwegs. Humboldt. Oh, ihr forscht. Ja, wir forschen. Wow. Wir sammeln empirisch Daten von 6 Leuten den Artikel, die dann alle benutzen dürfen. Genau. Das ist schön. Ja. Wollen wir den alle als Gruppentattoo irgendwo verewigen? Ja. Und das ist eine gute. Ja. Ich habe schon eine Nadel vorbereitet. Schön. Also, wir zeichnen, wir haben das beim letzten Mal auch mit dem Reif so gemacht. Also, ihr zeichnet? Nein, wir zeichnen, indem du zeichnest und wir sagen, was kommentieren du zeichnest. Das Ding ist, niemand hat kommentiert, das heißt, es gibt keinen Zeichenwunsch, was wiederum heißt, du darfst eine Magic-Karte zeichnen, die es nicht gibt, aber die du auf jeden Fall gern hättest. Ich möchte noch einmal hier anmerken, ich kann das nicht so gut, das Magic. Das ist egal. Sollen wir der Fairness halber dir auch 4 Begriffe geben für Magic-Karten, so wie wir das beim Reif gestern gemacht haben? Okay, dann sage ich Drachen. Feuerball. Schleim. Zombies. Ich halte nochmal fest. Also, wir hatten Zombies. Genau, schreib's noch richtig schön. Ich schreib's noch in schön. Das kann man, das gibt mir Zeit. Wenn man Graphic Recorderin ist. Naja, vor allem kauft mir das gerade Zeit, damit ich überlegen kann. Das schneiden wir alles raus. So. Also, das klingt nach einer teuren Karte. Wie viel Da oben steht, vielleicht machen wir einen kleinen Dings-Kurs, Magic-Kurs. Nach wie vor, ich kann das gar nicht mal so gut. Dann erfinden wir einen Franzi-Magic. Mhm. Da oben steht jetzt also der Preis, habe ich das richtig verstanden? Ja, und der Name kommt hier hin, aber den Namen, das überlege ich mir später. Dann gibt es hier so ein Segment, was das für eine Karte, also welcher Typ das ist. Und ich mag am liebsten Kreaturenkarten, deswegen
Ist das, ich weiß gar nicht, steht da Kreatur? Ich glaube, da steht Kreatur. Mhm. Das wird richtig böse Kommentare geben. Ja, ich glaube auch. Meinst du? Und dann steht hier unten. Wir haben ja keine Zuschauer. Da steht eine Stärke und ist bestimmt ein starkes Vieh. Sagen wir mal. Das ist das Stärkste. Ist super stark. Super stark. Du willst ja gewinnen mit der Karte, oder? Eben. Du hast jetzt die Möglichkeit, dir die beste Karte für dein Deck zu kreieren. Du darfst sie danach ausschneiden und mitnehmen und damit spielen. Also eigentlich möchte ich eine lustige. 6-1. Und ich glaube, ich möchte eine Adventure-Karte machen. Dann mach das. Ja, das kann ja auch aussehen wie ein Zombie-Feuerball-Schleimspuckendes Drachen. Hunartiger Drachen. Übrigens, es gibt Hühner als Kreaturen, Klaas, habe ich gesehen. Ist das auch nochmal ein Teaser, ne? Weil dieser Vergleich, also man lernt auch bei Adventure Hungers. Ja? Ja. Was hast du denn gelernt? Den Vergleich zwischen Drachen und Hühnern. Wird in einem Satz erwähnt. Wirklich? Erinnerst du dich nicht? Nein. Hast du dieses Buch überhaupt geschrieben? Es gibt was mit Schuppen, aber meinst du das? Du musst weiter sein. Nein, ganz am Anfang machen sie sich auf die Reise und sagen Drachen. Und dann sagt sie, das Drachen, warte. Ich bin jetzt ruhig, ich lese das, du zeichnest in Ruhe und ich sage dir dann, auf welcher Seite. Und Vielleicht jetzt doch dann das Schwert im Schnabel. Wie halten Hühner eigentlich Schwerter? Das habe ich mich auch gefragt. Mit einem wahnsinnig starken Schnabel natürlich. Aber gibt es da nicht bessere Schwerter, die schnabelförmige Griffe haben? Mach dich nicht albern, das sieht doch blöd aus. Man will ja auch cool aussehen beim Abenteuerleben. Also ich bin mir nicht sicher. So ein Schwert ist ja auch ganz schön schwer. Ja, deswegen muss das Huhn ja auch ordentlich trainieren, ist doch klar. Und ich glaube, das Huhn wäre... Und ich glaube, da unten müssen jetzt so ein Werte stehen, oder? Ja, das Huhn ist eine weiße Kreatur, glaube ich. So, hier nochmal. Nee, eine grüne. Drachen, mit denen bin ich dritten Grades verwandt. Ach so, ja. Es tut mir leid, ich bin gerade komplett damit überfordert, dass ich da jetzt noch irgendwas hinschreibe. Okay, warte. Also irgendwie. Na, ich glaube, du musst das jetzt auch nicht. Füll's aus, wir hauen es einfach hinterher. Ja, wir sagen schon mal, willst du was sagen? Ich wollte nur sagen, dass das andere mit Fantasie gelöst wird. Ja. Und dann verabschieden wir uns. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen, wenn ich es schaffe, die zu schneiden. Das schneller geht heute als gestern, glaube ich. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Prost.